Ja, servus Leute und willkommen zurück zu Starbound. Ja, in der letzten Folge haben wir einen anderen Planeten besucht. Wem es nicht aufgefallen ist. Und wir haben versucht herauszufinden, was das für ein Teil ist. Pulse Jump Blueprint. Aber es hat nicht ganz funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Irgendwie konnte ich das nicht einloggen, nämlich. Aber das sollte jetzt nicht das Problem sein. Wir haben bisher keinen richtigen Heimatplanet, da mich keiner dieser Planeten wirklich begeistern konnte. Und da habe ich das letzte Mal ja haufenweise Bäume angepflanzt für massenweise Holz. Und deshalb, wenn wir Holz heute abholzen. Ich mag halt diese lustigen Ideen, zum Beispiel das Holz anzubauen. Und zwar in Massen, da kriegen wir jetzt ungefähr 1000 Holz. Also werden wir mal abbauen, was geht. Von dem Holz. Nein, nicht packen, nicht craften, ich brauche das Holz. Okay. Entschuldigung, Holz. Okay. Dann. Reiß mal alles ein, das dürfte dann für ein Haus oder eine Bushaltestelle, eher gesagt, ein richtiges Haus werde ich an diesem Planeten sicher nicht bauen. Reichen. Ach, da sind noch haufenweise Bäume, die noch gar nicht ausgewachsen sind. Gehen wir mal Richtung Westen. Zu den Amis. Einer Händlerin sind wir immer noch nicht begegnet. Aber das stellt sich schon raus. Wann die kommt. Okay. Oh Mann, ich sag's euch, wir hätten so eine schöne Wohnung in der Session gehabt. So eine schöne Bruchbude. Und die ist jetzt komplett weg. Das nervt mich immer noch ein wenig. Hallo? Was heißt das Holz abbauen? Ja, geht doch. Okay. La 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 la. Hey! 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 Ja, ich will, dass ihr euch vorkommt wie so ein Disney-Film aus den 60ern von der Mickey Mouse. Oder noch früher. Verdammt, wie viel Holz kommt denn da noch raus? Mein Ziel auf diesem Planeten wird nämlich sein, einfach eine Art Turm zu bauen. Ein Stützpunkt, wo wir uns die Sachen craften, jedoch keine großartige Wohnung. Hey, weg damit! Gut. Okay. Gehen wir mal wieder östlich und schauen mal, ob die Bäume ausgewachsen sind. Na, wer sagt's? Und holen auch uns dieses Holz. Mit unserer Holzaxt. Gut. Mich interessiert ehrlich gesagt bloß ein wenig, was sich jetzt geändert hätte seit dem Reset-Start. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht gibt es mehr Holz. Ja. Komm schon, reiß ein, die Kacke. Ja. Was soll ich jetzt dazu sagen, ne? Wahnsinniger, jetzt geht's mir schon langsam selber auf die Nerven, das Holz abzubauen. Ist recht, weil nochmal weiter östlich Bäume stehen. Man sieht nur Bäume umfallen. Ich komme mir vor wie eine Abrissmaschine. Im Urwald. So, gut. Aber unser Vögelchen ist ja eigentlich voll der Öko, ne? Der ist eigentlich für Abholzung, ja. Gegen Abholzung in den Wäldern. Gut. Okay, wie viel Holz haben wir jetzt? 1690. 1690? Wow. Ach, das ist bloß so eine tödlich lebensbedrohliche Fledermaus, die uns jedoch überhaupt nichts tut. Aber ich ihr
Komm schon, die hat nicht mal Beine. Die hat keine Beine. Mensch, kommst du mal? Ich habe keine Arme und keine Beine. Ach komm, hau ab. Aua! Oh, Zecke! Okay. Okay, dann dürfen wir uns wieder weiter runtergraben. Da wir ein bisschen Eisen brauchen. Um diese Station zu bauen. Komm schon. Los, los, los. Weg damit. Weg mit dem ganzen Zeugs. So. Ich hoffe bloß, dass wir irgendwo rauskommen, wo ein bisschen mehr Ressourcen sind. Ich könnte 112 Bäume bauen, noch mehr Holz. Nein. Kann man die eigentlich verkaufen? Sind die was wert? Nicht. Toll. Dann kann ich sie ja gleich in den Müll schmeißen. Okay, jetzt wird gleich wieder die komplette Welt hier zusammenstürzen. Aber ehrlich gesagt ist das mir völlig egal. Völlig egal. Aua. Aua. Hallo, hast du sie nicht alle? Komm schon, reiß das ein. Okay. So. Da haben wir jetzt Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. So. Da noch Kupfer, das ist noch besser. Ja, komm schon. Ey. Verstehe das nicht. Warum gräbt man sich da runter und findet oftmals überhaupt keine Ressourcen und dann an einem Fleck sind zigtausend Ressourcen? Weil das der ganze Sand mal weg. Mit Sand können wir uns wieder Glasfenster bauen. Boah. Komm schon. Also Glasblöcke, keine Glasfenster. Komm schon, wenig weiter runter. Nun komm schon, noch mehr Kohle. Okay. Ja. Dann. Ich habe ehrlich gesagt jetzt überhaupt keinen Plan, wie viel wir jetzt für die Metal Workstation brauchen, ne? Vielleicht reicht das ja schon. Das dürfte reichen, oder? Oder brauchen wir 20? Mal schauen. Mal gucken. Jetzt komme ich nicht mehr nach oben. Yay, verfluchte Kacke. Jetzt könnte es echt nicht laufen. Okay, dann reißen wir da alles ein, dass... Nein! Dass wir da wieder raufkommen. So. Ich komme nicht rauf. Und es leckt ein wenig. Nein, bitte nicht lecken. Gibt es hier noch irgendwas? Ich sehe halt überhaupt nichts hier. Oh yeah. Weiterer Gang. Könnte es auch was Interessantes geben. Gut. Ja, komm schon. Okay, jetzt haben wir eh keine Fackel mehr. Und es gibt hier gar nichts. Das ist ja echt enttäuschend. So, da oben ist wieder ein Gegner, habe ich gesehen. Bogen! Nein, hau ab! Nein! Daneben! Tot! Nein! Ja, komm schon! Triff ihn jetzt! Der trifft ihn nicht. Da! Da! So, der ist tot. Ach, es leckt schon wieder ein wenig. Also manchmal ist das echt nervend. Dann werden wir uns wieder nach oben teleportieren. Zuerst einmal das Eisen einschmelzen. Dann dort ein bisschen Fleisch braten, dass wir was zu fressen haben. Okay. Dann das Eisen wieder rausnehmen. Und dafür ein bisschen Holz einschmelzen einfach mal. Für 69 Kohle Holz haben wir eh genügend. Okay. Tja. Da müssen wir diesen Eisenamboss, ich wiederhole, ein Eisenamboss mit Hilfe, wenn man sieht,
Säge, Hammer und einen Tisch bauen. Ich finde das ein wenig witzig. Okay. Wir schustern einfach ein paar Iron Bar zusammen und dann kommt das da dabei raus. Die Metal Workstation. Endlich eine Arbeitsfläche. So. Was können wir da bauen? Gar nichts. Er hat 6 zu 2 zu 3. Das ist jetzt nicht wirklich sinnvoll. Der Iron Block ist mir scheiß. Schnurz, Piep, egal. Dann die Kupferaxt. Kupferaxt, sage ich schon wieder. Die Kupferspitzhacke. 6 Bar mehr. Da haben wir wieder die alte Ausrüstung. Wir brauchen auf jeden Fall Kupfer. Das steht fest. Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Danke. 69 Kohle mehr. Diese werden wir sehr sinnvoll einsetzen. Sehr sinnvoll eingesetzt. Nein! Was mache ich denn? Ich will die Kohle zurück. Kann ich die wieder haben? Clear, clear, clear. Ach, das ist ja doof. Jetzt kann ich mir keine Fackeln bauen. Aber gut, wir finden schon wieder Kohle. Ich glaube, da brauchen wir uns mal keine Sorgen machen. Und... Iron Chair. Iron Bett wäre mal interessant. Stahlbett. Sandstone Bricks. Wieso kann ich die jetzt produzieren? Egal. Was ich jetzt eher brauche, ist Kupfer. Rohkupfer muss ich mal kurz einschmelzen. Denn wir brauchen wie viel? Um eine Kupferspitzhacke zu bekommen. Wo ist sie? Da. Brauchen wir 6 Bar. Da bräuchten wir 12 Bar. 20 Bar, ja, ja. Mei, oh mei, oh mei. Die übertreiben vollkommen. Okay. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. So, jetzt kann ich diese aufwerten. Hoffe ich. Wirklich? Sehr? Gut. Kann ich aufwerten? 2 Hände. Sehr gut. Okay. Damit können wir uns jetzt weiter in den Untergrund graben. Um noch mehr Ressourcen zu sammeln. So. Dann. Warten wir mal kurz. Ich überlege jetzt gerade. Überlege, überlege. Mein Plan jetzt. Wäre fast einen anderen Planeten aufzusuchen, so blöd es jetzt wieder klingt. Ja, wir graben uns aber jetzt mal erstmal hier runter. Vielleicht finden wir noch was Besonderes. Auf jeden Fall geht das mit der Kupferspitzhacke um einige schneller jetzt. Weg damit, weg damit, weg, weg damit. Weiter runter. Weil ich möchte auf keinen dieser drei Planeten wirklich... Auf keinen. Aber ich brauche unbedingt Kohle irgendwoher. Auf keinen Planeten hier wirklich was bauen. Mir gefallen die ganzen Planeten hier nicht so gut. Der andere wird auch nicht so besonders sein, denke ich mal. Aber ich brauche jetzt, wie gesagt, einfach eine Fackel. Dass ich hier was sehe. Dazu brauche ich Kohle. Hier gibt es aber auch nirgends eine. Mann, ist das doof. Dann gehen wir eben wieder nach oben und schauen an der Oberfläche schnell nach Kohle. Jetzt wird es wahrscheinlich dunkel werden. Das wäre natürlich der absolute Hammer. Nein, es ist noch hell. Okay. Dann nehmen wir sicherheitshalber trotzdem den Bogen in die Hand. Genau wegen dem. Sag jetzt auch nicht, die greift. Ich triff die gar nicht. Ach, egal. Was ist denn los mit mir? Wow! Schon wieder sowas. So eine Kellerassel oder was das ist. Stirb. Hören sich an wie tote Schafe. Wahrscheinlich sind das die letzten Kadaver. So. Okay, das ist tot. Aber wie gesagt, ich brauche Oberfläche, also Kohle von der Oberfläche. Entschuldigung. Danke. Okay. Hey, ein Kaktus. Und den brauche ich unbedingt. Wow. Toll. Ich habe mir den Kaktus genommen und habe dafür nichts bekommen.
Was hat der gemacht? Hat er den weggebrutzelt bei der Arbeit? Okay. Kupfer abbauen mit einer Kupferspitzhacke. Auch eine super Idee wieder. Aber irgendwie funktioniert es auch. Okay. Komm schon. Nein! Was ist das denn? Hallo! Guten Tag! Aua! Entschuldigen Sie! Ich möchte mal Ihre Meinung zu Starbound wissen. Ihre wäre mir auch sehr gern. Lieb! Danke für Ihre Meinung. Okay, der hat gar nichts gesagt, hat mir auch gar nichts gegeben. Toll. Und haben wir haufenweise Kohle. Kommt mir fast vor, als wären wir in äußerst Lothringen einmarschiert. So, weg mit dem ganzen Zeugs. Da ist noch Kohle, genau. Damit sollten wir eigentlich weitgehend genug Ausrüstung finden an der Oberfläche. Sodass wir zumindest schon mal die ersten Dinge machen können. Also bauen können. Jetzt weiß ich nicht. Oh, was macht das denn schon wieder hier? Stirb! Jetzt habe ich natürlich hier auch den Nachteil, dass ich überhaupt nichts habe, um mir wirklich Bandagen zu machen oder irgendwelche Heilpacks. Also der Planet bietet sich jetzt nicht wirklich an, anzufangen, aber der andere ist halt voller Gift. Was bringen mir die eigentlich? Die kann ich zwar mitnehmen, aber nutzen. Haben die irgendeinen Nutzen? Ist mir ein Rätsel. Vielleicht kann man damit, keine Ahnung, Giftrohre bauen, die wo das Gift ableiten würden, aber das wird sicherlich nicht passieren, weil sonst wäre das Gift nicht so nervend. Was wollt ihr jetzt? Nein, ich spring. So, sie sind tot. Okay. Da ist Kohle. Und da gibt es nichts, da auch nicht, da auch nicht, da auch nicht. Einfach mal die Oberfläche erkunden, was ist das denn? Was ist das denn? Ist das ein Baum? Der erste Baum, der mir auf dem Planeten begegnet. Wir sind wahrscheinlich in Harar. Die Harar drin lebt hier. Goldenes Geschenk. Da ist ein Haus, wer auch immer drin wohnt. Hallo? Hallo! Also, das ist das Haus, das ich gebaut habe. Mal zumachen. Und kurz hinlegen, denn... Denn. Die Folge ist leider zu Ende. Und wir sehen uns dann in der nächsten, wo hoffentlich unser Vogel wieder was anhat. Um Gottes Willen, zieht ihr was an. Bis dahin, Leute. Peace!